Hallöchen Leute, willkommen zum zweiten Part meines Let's Plays Star Fox Zero. Ich bin Davy und ich begrüße euch ganz herzlich zurück. So, erstmal einmal Amiibo klicken und natürlich die Amiibos einscannen. Mach mal einmal mit Fox weiter. Und der Retro Arwing ist bereit. Kompatibles Amiibo wurde gelesen. Das Star Fox Team fliegt nun Retro Arwings. Okay. Und wenn ich jetzt, sag mal, das hier mache. Also Amiibo. Ich habe gedacht, achso, okay, es sind zurzeit im Einsatz. Ah, okay, alles klar. Das heißt, wir können missionsmäßig das umwandeln. Und was wäre hier, wenn ich jetzt das hier mache? So, Amiibo lesen und dann Falco machen. Dann hätten wir diesen Arwing, schwarzes Arwing, bereit. Kompatibles Amiibo wurde gelesen. Fox fliegt nun den schwarzen Arwing. Dann würde ich sagen, machen wir doch das hier. Und macht es bei der ersten Mission hier. Schade, Leute, wie gesagt, ich finde es blöd, das mit den Stimmen halt. Ich habe gedacht, jo, das wird anders da machbar sein, weil ich habe gehört, man soll es über eine Einstellung ändern können, dass man aufs Gamepad umschaltet. Aber mein Problem ist, ich habe halt auch keine Game Capture Card mehr als normal. Ich habe ja die HD Pro, die ist ja direkt am PC drin. Die ist ja PC Express und das Problem ist dabei dann, dass ich halt nicht den Ton sozusagen, also ich mit der alten konnte man das in dem Moment, wo man sozusagen so ein Cinch-Kabel einmal ins Gamepad reinmacht und dann plus halt in die alte, in die HD60 reinklatscht und dann hat man den Ton vom Gamepad. Wäre auch sinnvoller, so zu haben. Ja? Aber jo, scheiß drauf, dann werde ich halt, was ich halt da, wenn ich es mitbekomme, natürlich lesen du und vorlesen du. Sektor A ist die nächste Mission und ab da wird dann eine Abzweigung, so wie es aussieht. So, General Perry. Star Fox! Oder ich lasse es mal hier. Ich denke mal, wenn ich nur diese kleinen Sachen, sag mal, über das Gamepad laufen lasse, wird es ja wohl machbar sein, wenn man das so hört, sag ich mal. Ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. So, gebt ihnen Deckung los! So, let's get mal los! Und ab geht's, so. Ja, jetzt muss ich mich halt nur langsam wieder wirklich an diese Steuerung gewöhnen. Aber es ist schon machbar. So, wir haben jetzt einen schwarzen Arwing, wie ihr seht. So, ich bin mal gespannt, wann das neue Feature kommt, weil es gibt ja ein neues Feature, wo dieser Fox oder sagen wir dieser Arwing, wo man laufen kann dann, weil dieser Modus hätte es eigentlich schon früher gegeben und das wäre bei Star Fox 2 gewesen. Star Fox 2 ist aber noch nie wirklich erschienen. Ich weiß, dass es es gibt, Star Fox 2. Whoa, was mache ich hier? Meine Güte. So, ich muss Sleepy ein bisschen retten, bevor er down geht, da. So, sehr gut. Das habe ich schon wunderbar gemacht. Wow, was geht hier ab, ey? Hier geht ja voll die Party ab, die Schmitzkaps-Party. Ich finde es nur schade, warum eigentlich meine goldenen Ringe weg sind mit der mehr Energie. Vorher bei Liard Wars war das ja immer da. Ist ja echt nervig. Oh. Oh. Wie gesagt, ich wechsle ab und zu den Blick von oben nach unten. Oh, so, komm, Peppy retten. So, danke. So, dann haben wir unseren ersten goldenen Ring. Oh, als ich halt ein paar Gegner hier mitnehme und dann, wenn ich sehe, okay, das geht nicht gut, okay, ich muss hoch. Alles klar. So, Falco. Falco wurde. Wow! So, ah, man kann auch auf die Truff schießen, alles klar. Alles klar, gut zu wissen. Oh, man soll auch auf die Truff schießen, so wie es aussieht. So, weg. Boah, schauen wir mal, was wir hier fabrizieren. So, komm. Sehr gut. Nee, aber ich sag mal, die Steuerung, wenn man sich dran gewöhnt, ist es machbar alles, Leute. Es ist halt verwirrend, auf zwei Bildschirme zu schauen. Verdammt, ich habe auch kaum Energie noch. Das merke ich erst jetzt. Also wenn ich jetzt echt nicht aufpasse, dann gehen wir down und das darf echt nicht sein. Das wäre ja echt traurig. So, ich hoffe, dass ich mal ein bisschen Energie bekomme. Was? Oh, sehr schön. So, komm. Gib mir mal ein bisschen was. Das wäre echt nice, man. Wow, wow, wow. Jetzt geht die Party hier ab, ey. Mein lieber Scholli. So. So, drei Erfahrungspunkte. Und Mars, ja, die Frame Rates rutschen runter. Wir nähern uns im feindlichen Ziel. Ja, klar. Habe ich mir fast gedacht, dass es so ist. Oh, und da vorne ist eine Energie. So, komm. Ich will die Energie.
Komm, fick dich und lass mich. Yes, ich hab die Energie. Wow. Einmal wurde ich getroffen und bin down. Holla die Walfee. Und dabei habe ich eigentlich... Was, das ist Leben oder was? Willst du mich verarschen? Ich bin bis jetzt doch nicht down gegangen. Hab ich... What the fuck? Wow, das schockt mich gerade. Wow, guckt euch das an. Alles klar, jetzt verstehe ich das, was das schwarze Arwing ist. Das ist der Schwierigkeitsgrad hochzimmern, oder was? Das ist ja echt heftig. Habt ihr mal gesehen? Ich wurde zweimal getroffen und bin schon fast down. Holla die Walfee. Das ist doch echt traurig gerade. So. Das ist ja echt phänomenal. Das ist ja... Oh, super, guckt euch. Ich bin ja fast down. Alles klar, jetzt weiß ich, was eigentlich dieser Arwing zu bedeuten hat. Aber das ist ja echt episch. Hätte ich das gewusst, dass jetzt der Schwierigkeitsgrad damit hochgeschraubt wird. Hahaha. Das ist ja echt witzig. Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Aber das ist ja echt brutal, Leute. Echt brutal. Echt brutal. So. Damit den goldenen Ring. Vielleicht kriegen wir noch einen goldenen Ring zusammen, dass wir wieder noch ein Leben haben. Jo. Und ich flieg gerade einen Scheiß zusammen und habe fast keine Energie mal wieder. Das ist ja episch, was ich hier fabrizieren tue. So, komm. Und natürlich wird es hier auch keine Energie geben, obwohl ich diese riesen Raumschiffe platt mache. Gibt es natürlich keine Energie. So, irgendwo habe ich gerade was mit Energie gehört. Sehr gut. Wow. Hoch. Sehr gut. Das habe ich doch sehr gut gemacht. So, komm schon. Baller ist weg. Sehr gut. Jetzt gib mir mal ein bisschen Energie. Nur ein bisschen Energie. Ich will ein bisschen Energie, sonst zähle ich gleich down. Nee, aber da weiß ich Bescheid, dass der schwarze Arwing auf jeden Fall nicht benutzt wird im Let's Play. Auch wenn ich das jetzt zeige, aber das ist ja echt brutal, dass man nur noch 3 Treffer ist. Ja, das ist mir schon klar, dass wir uns nähern. Und da ist der Scheißring. Yo. Ich sag noch, da ist der Scheißring. Nein! Ja, Mission ist... Mission ist leider gescheitert. Sorry, Leute. Ja, du kannst die Steuerung diverser Gefährten in der Training-Kategorie des Hauptmenüs üben. Jetzt versuchen. Nein. Muss ich nicht. Nein. Ja, das ist leider traurig. Ja, auf jeden Fall. Meine Güte, habe ich gerade einen Kratz im Hals. Sorry, Leute. So, Amiibo. Ja. Ich will den klassischen Darben. Ich verstehe auch selber nicht, warum ich jetzt so ein Kratzen habe. So, wir spielen jetzt mit dem klassischen Amiibo. So, und los geht's. Ja. Und weiter geht's mit der Mission, ja. Also, das wissen wir auf jeden Fall Bescheid, nur dass ihr es wisst. So, natürlich Einzelspieler. Team-Modus. Ah, jetzt kann man auch wählen, ob man jetzt zum Beispiel hier Dings spielt. Alles klar, so machen wir das ganz ratzefatze schnell, das kennen wir ja schon. Wie gesagt, bei diesen Gesprächen werde ich auf jeden Fall dann umschalten. Ja, viel Glück, Dankeschön. Werde ich auf jeden Fall die Gespräche umschalten natürlich, dass ihr es über das Gamepad hört, aber das ist ja echt der größte Schwachsinn, dass es da damit sozusagen gezwungen ist, Gamepad zu... Ah, oh, geil, und such die, hört ihr es? Das sind sogar die alte Geräusche von Star Wing oder Star Fox, wenn man es so überlegt. So, dum-dum. Ja, ich weiß, wir nehmen mal eine Barrel mal. Ja. So. Oh, verdammt. So, zentrieren. Verdammt, ich will zentrieren. Zentriere. So, genau. Oh, verdammt. Krieg ich dich? Ja, hab ich. Hab ich. Null Problemo, null Problemo. Alles, Roger. Hier macht alles Foxy. Foxy macht alles. Kein Problem. Das sieht man. Jetzt ziehen sie nicht mehr so viel ab. Boah, was ist mit meinem Hals gerade los? Das ist ja echt abartig. Sorry, Leute. So, krieg ich dich?
Sehr gut. Dann habe ich ihn down. So, jetzt mal gucken aufs Gamepad. So, der erste ist down. So, komm. Und ab. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wow, wow. Ring, 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 Ring. Jetzt weiß ich, für was der Ring ist. Das ist fürs Leben natürlich. Für Leben. Wow, Bombe haben wir auch. Kriege ich dich? Nein, kriege ich natürlich nicht. Wunderbar. So, wieder. Ja, super. Ich vergesse jedes Mal, dass es eigentlich Y ist, die zentrieren. Das vergesse ich. Sorry, Leute. Oh. Nee, aber man ist teilweise echt gezwungen, aufs Gamepad und auf den Monitor zu schauen. Natürlich kann man das auch umsetzen, was eigentlich jetzt sehr dramatisch ist. Aber wie gesagt, zum Let's Play ist es möglich. Das will ich auf jeden Fall bestätigen, wenn man das Mikrofon sich in eine andere Position, so wie ich habe, dass man schauen kann und fuchteln kann vor sich, passt es alles. Soweit. Es ist natürlich, man muss multitaskingfähige, bei dem Spiel sein, das ist ja wirklich so. Das ist ja echt abartig. Das ist echt krass. Mein lieber Scholli, das finde ich echt krass, was für Multitaskingfähigkeiten man hier machen muss. Aber es schickt mich. Es ist echt ein cooles Spiel. Man kann echt nichts sagen. Es ist halt, sag mal, so hat man, so denke ich mal, hat eigentlich, denke ich mal, jeder gedacht, dass die Wii U funktionieren soll. Vermute ich mal. Und jetzt tun sie es halt einbinden. Ob es jemandem passt oder nicht. Ich meine, klar, 50 Euro kostet das Spiel, also im Online-Shop. Ich habe es natürlich online mir runtergeladen. Ich bin halt eher der Fan, was online angeht. So, jetzt zentrieren wir mal wieder. Wow, ja, ja, ich weiß, die Party geht mal wieder ab. Ah, sieht man mal. Also das schwarze Arwing ist auf jeden Fall dafür da, dass der Schwierigkeitsgrad enorm hochgezogen wird. Aber trotzdem spielen wir hier mal mit dem Klassischen und dann werden wir ab dann wieder eigentlich mit dem Standard-Arwing spielen. Aber obwohl, der Klassiker ist ja auch, sag mal, so eine Einwendung, wo man sagt, hey, das ist doch mal was Cooles. Oh, haben wir das jetzt freigeschaltet. So, Phase 1 wurde beendet. Oh, machen wir alles mal kaputt. Wow, wow. So, und jetzt. Ja, das sieht halt jetzt nicht so spektakulär aus. Der Retro-Walker. Mobilität in engen Platzverhältnissen erhöht. Okay, jetzt können wir halt so rumlaufen. Und natürlich muss man das noch auch noch berücksichtigen. Wow, wow. Jetzt müssen wir alles berücksichtigen hier. So. So, Steuerung. Okay, Steuerung, ja, das müsste man mal wissen, wie das funktioniert. So, taktisches Ansicht. Okay, Laser, das ist ja klar. Bombe, Sprint, Wenden, Schweben. Okay. Blitz. Blitzwende, Formwechsel. Okay, A ist auf jeden Fall immer Formwechsel, so wie es aussieht. Okay, Lenken. Okay, und kann man nicht springen, oder was? Schade. So, und natürlich, das ist die Ansichtwechsel, aber das glaube ich. So, mal gucken. Ah, doch, so ist es. Ach so, nee, das ist das, alles klar. Gut. Ach, verdammt. So. So, krieg ich dich? Sehr gut. Wo geht's jetzt weiter? Da habe ich was gehört, genau. So, okay. Das heißt, ich muss immer alle töten, bis es weitergeht. Wow! Da geht die Party ab. So, ab und zu muss ich auch aufs Gamepad gucken, das ist Fakt. So, aber jetzt habe ich wenigstens... Was geht? Was ist dein Problem? Von wo? Da. So, yeah, ein goldener Ring fürs nächste Leben fast. Nee, also, er sieht halt also als klassischer Retro-Arwing sieht es echt spektakulär aus, muss man sagen, jetzt hier der Walker. Aber als normaler Walker sieht es schon cooler aus dann. Oh. Ach, so, jetzt muss ich eine Form wechseln. Oh. Alles klar, ich hab's verstanden. Okay, okay, alles klar, alles klar, alles klar. So, okay. So, jetzt geht's los. So. Ah, verdammt. Nein, ich hab's komplett verkackt. So, ich gehe jetzt wieder zurück. Ich hab was vergessen. Da oben war ja was. Da war ja Laser und so. Und das wollte ich ja holen. So, erstens, da haben wir Energie. Oh, sehr gut. So muss man halt ab und zu wechseln zwischen Arwing und so. Und da ist der Laser. So, komm. Upp, zu früh gewechselt. Auch mal. Ah, super. Ah, Kacke. Das war echt nicht schlau, Davy, gerade was du fabriziert hast hier. Oh, man hat halt nicht viel. So, komm. Und RIP. What the fuck? So, jetzt habe ich einen Laser. Gut, und ab. So, jetzt kann es losgehen. So, mal wieder zentrieren. Wichtig, Leute, zentrieren. Zentrieren ist wichtig. Glaubt's mir. Das ist sacke wichtig. Und wenn Davy jetzt hier keinen Scheiß bauen würde, würde es ja auch alles funktionieren.
Grad. Jo, das ist klar. Jo, und da gehen wir mal down. Weil ich einfach zu viel Mist gebaut habe. Hoffen wir mal, dass wir bei der zweiten Phase jetzt weitermachen. Das war jetzt gerade echt Humbug, was ich hier fabriziert habe. So, mit der zweiten Phase geht es natürlich los. Sehr gut. So, sehr schön. So, das ging. Komm. So, komm. Sehr schön. So. Sehr schön, das ist abgeschlossen. So, jetzt machen wir das ratzefatze schnell, ohne dass wir jetzt Mist bauen hier. So, Formwechsel. Und, sehr gut. So, können wir wenigstens noch hier die Energie holen und dann erwartet uns das hier. Und da haben wir wieder unser Leben. So, gut. So, absteigen und wieder los. So, wow. Verdammt. Komm. So, sehr gut. Wow. Wow, wow, wow. Ja, da muss man sich echt fuchsen. Wow, Fuchsteufel wild macht mich das gerade. So, komm. Schnell Energie. Und komm. Energie ist sehr gut. So, wo geht's hin? Ja, ich muss hoch. So, und wechseln. What, das ist halt echt fuchsi. So, okay, da lang muss es. Ah, geht's weiter. What the fuck? Wow, wow, wow. Komm. Sehr gut. Okay. Und jetzt erwartet uns hier ein Boss. Auch nicht schlecht. So, okay. Weg. So, ich muss mal Bomben mal ab und zu machen. Weg, wechsel, 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 wechsel. Wow, 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 wow. Ich bin so hohl gerade. Ich hätte eigentlich das schon fast beenden können. Und das beende ich jetzt auch. So. Ratze fahr zu schnell. Mit zwei Bomben. Mission abgeschlossen. Sehr gut. Knappe Sache, Fuchs. Okay, Statusbericht. Du wächst wirklich über dich hier hinaus. Wir haben hier draußen aufgeräumt, Chef. Das war absolut spitze. Ja, das war, ja, ob man spitze nennt, ist so eine andere Sache. So, jetzt wächst man auf jeden Fall zum Standard-Arwing wieder. Es ist eine nette Geste, wie gesagt, mit dem Arwing oder halt mit dem anderen Arwing zu spielen. Ist wirklich eine nette Geste, kann man echt nicht sagen. Ist echt cool gemacht. Mit der Steuerung her muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. So, ich glaube, jetzt ist der Fall, wo man wechseln kann. Warga-Konfiguration initiiert, okay. Okay, alles klar. So, eigentlich habe ich jetzt gedacht, dass jetzt die Option kommt, wo man sozusagen, so ja, ich will den normal wieder haben, danke. So, kommen wir zunächst in Area 3. Ich habe jetzt gedacht, ab oder vielleicht ab hier ist dann der Moment. Wir konnten Andros neue Superwaffe, den Gigarilla, in der Raumkolonie festsetzen. Doch nun will der Feind ihn sich zurückholen. Das darf nicht passieren. Verstanden. Wir werden es verhindern. Schlüssel zum Sieg. Ja, also die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig, sag ich mal, mit diesem halt hier. Und es ist halt gezwungen. Man hat keine anderen Möglichkeiten. Und los geht's. So. Alles klar, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. So. Und ich finde es echt schade, eigentlich alle Vorkommnisse, die man hat, sind weg.
Das heißt, wenn ich jetzt zwei Leben sammeln wollte, so wie beim bei der ersten Map, ist alles weg. Und... Super. So, offene Formation wurde jetzt begonnen. Sehr gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier mache. Okay, 30 Stück muss ich von den Scheißdingern kaputt machen, wenn jemand mir mal vor die Flinte kommt. Da ist der erste gewesen. So, da kommt der zweite. Sehr gut. So, mal schauen, was ich hier habe. Weil wenn ich die zerstöre, kommen ja ab und zu was. Ah, super. Oh. Ah, funktioniert doch. Wow, 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 wow. So, komm. Ja, hinter mir. Sehr schön. Ach, jetzt weiß ich, wie ich die Rakete hätte. Ja. Jetzt weiß ich wirklich, wie ich die Raketen hätte umwandeln können, dass sie nicht auf mich schießen. Hätte ich ab und zu mal X gedrückt, wäre sinnvoll gewesen. Oh, da ist der Krieg. Da geht der Krieg. Oh. Da ist ein Ring, Ich will zum Ring. So, das ist halt... Der Ring ist halt immer was Gutes, weil wir wissen, das bringt uns Leben. Oh, komm. Sehr gut. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie lang diese Mission hier... Wow. Da bin ich ja volle Kanne... Da, wow, jetzt bin ich ja voll im Geschehen drin. So, ab. Einmal Rückendeckung. Sehr gut. Den habe ich mitgenommen. Da ist noch was. Ah, oh, scheiße. Verdammt. So, komm. Wow. So. So, gut. Ich weiß jetzt echt nicht, was... Wen haben wir da? Okay. Oh nein. Star Wolf Pilot Pigma. Jetzt kommen die Star Wolves. Pigma, was machst du denn hier? Ja, jetzt geht's hier rund. Jetzt kriegen wir nochmal Probleme mit den anderen Vögeln. Das können wir von Liard Wars eigentlich. Nur war das diesmal damals ein Planetenbattle und nicht wie hier jetzt dargestellt. So, wenn ich jetzt wüsste, da ist er. Ah, den habe ich doch schon mal sehr gut getroffen. So, drehen wir nochmal. So, mal schauen, was wir hier bekommen. Komm, lass es was Sinnvolles sein. Nein, da ist nichts. Was gibt's hier? Scheiße. Schade, gibt's nichts. So, wo geht die Party ab? So, da ist er. Da ist Pigma. Ich will hinter dir. So, machen wir mal schnell. Und jetzt zack. Wechsel. So, komm, Barrel Roll. Da ist er. Wach, verdammt. Jetzt ist er wieder weg. Das bringt mir halt nicht viel, ne? Wenn er immer jedes Mal... Wenn wir eigentlich immer... Wenn jeder dasselbe macht... Da ist er. Ah, verdammt. Das ist halt kacke. So, zentrieren wir mal wieder. So, ja, ich treffe ihn ab und zu. So, jetzt tue ich mal aufladen. Falls ich ihn sehe. Da ist er. Alter. So, dreh. Ich will... Ah, verdammt. Ein aufgeladener Schuss und dann sitzt es ordnungsgemäß. Zack! Ja, klar, wenn du, was du meinst, dass du das bessere Schiff hast. Aber es sieht halt echt blöd aus. Was der... So. Sehr gut, jetzt habe ich ihn. Komm. Sehr gut, jetzt treffe ich ihn. Sehr gut, komm. Verdammt. Ja, jetzt hatte ich ihn vor mir mal und jetzt ist er wieder weg. Der Hohlbohrer. Super. Und jetzt zack. Hinter ihm. Bin ich hinter ihm? Ja, ich bin hinter ihm. Komm. Ah, verdammt. Okay, es ist nicht mehr viel, Leute. Sehr gut. Sehr gut. Zack. Sehr gut. Und der hat gesessen. Grrr, nicht schlecht. Nächstes Mal seid ihr geliefert. Das sollen sie uns doch helfen. Wir müssen schon wieder Tournament, das ist gemein. Zeit gekostet. Okay. So, Phase 1 wurde abgeschlossen. Okay, es sind mehrere Phasen, so wie es aussieht hier. So, und jetzt laufen wir mal mit dem Walker rum, der viel cooler jetzt aussieht, muss man sagen. So. Okay, und man ist angewiesen jetzt. Drauf, also man ist fixiert und der sieht halt viel cooler aus, der Walker jetzt.
Also jetzt hat man's. So, jetzt muss ich halt auch noch so zentrieren. Neu zentrieren. So, jetzt geht's los. So, da habe ich den ersten. Wow, wow, wow. What the fuck? Okay, ich muss euch besiegen. Fuck, 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 fuck. Ja, Leute, ich muss halt aufs Gamepad gerade schauen, dass ich den hier kaputt mache. Sonst sieht es ganz schlecht aus. So, zentrier. Ah, verdammt. Verdammt. Ich muss jetzt echt aufpassen. So, der ist down. Gut. So, jetzt kann ich wieder normal kaufen. Komm, ich wechsle jetzt mal. What the fuck, ey. So, Energie wäre schön mal. So, da heißt da hinten. Oh Gott. So, komm. Ja, hätte ich das gewusst. Oh, okay, da ist lebenmäßig. Wieder ein Ring. Sehr schön. So, Wechsel. Okay, da kann ich wieder reinfliegen. Interessant zu wissen. Oh, verdammt. Was ist das? Ich weiß es nicht. So, ab. Wow, wow, wow. Jetzt habe ich wieder den Walker gewechselt. Wechsel. So, träum dich, Fox. Runter in den Hangar. Ja, ja, ich mache mich schon auf den Weg zum Hangar. Komm, komm, komm. Ah, verdammt. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Oh, oh. So. Okay. Wow. Okay. Das sieht echt nicht hier gut aus, was hier fabriziert wird. Wow, verdammt. Wow, okay, warte, warte, warte. Okay, darüber. Ich habe nämlich kaum Energie noch. Da muss ich halt echt jetzt aufpassen. Wir sind nur noch ein Treffer. Wow, wow, wow. So. Okay. Sehr gut. Hallo? Ich treffe den Trottelett. Scheiße, jetzt habe ich aus Versehen eine Bombe aktiviert. Aber eigentlich nicht schlimm, wenn man sich so überlegt. So, ich habe jetzt Angst, gerade reinzugehen. Okay, das sind keine Gegner. Komm. Trink. Sehr schön. Energie. Energie unser. Energie unser. Oh, da ist noch einer. Und zack. Sehr gut. Sehr gut. So, da müssen wir nochmal reinfliegen, alles klar. Oder wieder zum Walker, sinnvoll, glaube ich. So, komm. Alles klar. So, zentrieren wieder. Er muss halt öfters zentrieren, das ist Fakt in dem Spiel. Ich merke es. Weil einmal zentrieren bringt da nicht. Man muss jedes Mal... Wow! Was ist das für einer? Okay. Okay, alles klar. Ich muss reinfliegen, sonst komme ich nicht zu ihm. Ah, scheiße. Ich hätte gedacht, ich muss nicht mich bewegen. Mistviecher. So, das sind down. Ist okay. Und der muss mal reinfliegen. Alles klar. Gut zu wissen. Und ab. Nein, was machst du? Stopp. Genial. Was der macht. Unfassbar. Das ist ja echt cool. Oh. Und jetzt komm. Ach, scheiße. Jetzt habe ich wieder meine Steuerung vergessen. Unfassbar. So. Zentrieren. So, jetzt. Wow. Okay. Alles klar. Okay, was ist denn das? Aha. Was ist das? Ach, das ist das da. Der Gyro Wing ist im Multifunktionsluftfahrzeug.
Cool zu wissen. Mit Bordkai haben wir auch jetzt ein bisschen mehr Energie. Ist das jetzt die dritte Phase dann? Nur, dass wir down gehen jetzt, unnötig. Okay. Ah, wir haben auch volle Energie, das ist doch cool. So, wie kommen wir jetzt da rein? Da sind Münzen und so drin. Wie machen wir das jetzt, bitte? So, Leute, ich hätte gesagt, wir beenden auch hier mit dem Part. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Star Fox Zero. Euer Davey. Tschüssi. Kowski.